Erinnern für die Zukunft. Diese Worte sollen uns heute ein Wegweiser sein. Die Ereignisse Ende April 1945 in Poing sind uns heute Anlass, uns zu erinnern. Erinnern an Geschehenes und erinnern für die Zukunft. Jeder hier weiß um diese Vergangenheit oder hat sie miterlebt. Anlässlich der Auflösung des Dachauer Außenlagers Mühldorf wurden über 3.500 überwiegend jüdische Häftlinge in Güterwaggons verladen und in Richtung Seeshaupt transportiert. Am 27. April 1945, nur kurz vor Kriegsende, stoppte der Evakuierungstransport in Poing. Viele der Häftlinge versuchten dabei zu entkommen und wurden getötet. 3 der erschossenen Häftlinge ruhen heute auf dem Ehrenfriedhof des ehemaligen KZs Flossenbürg, das am 23. April befreit wurde. Eine Anmerkung, ich war gestern mit Poinger Freunden und mit meiner Frau in Flossenbürg und war bei diesem Festakt, kann man nicht sagen, Gedenkakt mit dabei und habe unter anderem dann auch an unsere 3 verstorbenen, erschossenen Häftlinge gedacht, habe viele Leute auch dort getroffen, an Herrn Zintel zum Beispiel, auch mit Leslie telefoniert, der noch in Münster ist und der jetzt dann auch zu den Feiern nach Dachau kommt. Anfang Mai, beziehungsweise 1. bis 3. Mai. Dieses Jahr begeht man vielerorts den 70. Jahrestag der Befreiung von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Mehr als 60 Millionen Menschenleben forderte der Krieg. Allein mehr als 6 Millionen Juden, Sinti und Roma, Kranke und Behinderte, Andersgläubige oder Andersdenkende wurden industriell getötet. Starben in Ghettos, auf Todesmärschen und bei Evakuierungstransporten. Mord an Menschen mit einem anderen Aussehen, anderen Glauben und anderer Überzeugung, als die Nationalsozialisten es vorgaben. Wie erinnert man an diese Vergangenheit? Wie erinnern Überlebende dieser Vernichtungspolitik daran? Die Befreiung durch die Alliierten hat sie vor der Ermordung gerettet. Doch die tiefgreifenden seelischen Verletzungen und die Erinnerungen bleiben. Und dennoch erzählen uns Überlebenden wie Max Mannheimer und Leslie Schwarz unermüdlich von ihrer Geschichte, von Demütigung, Verlust und Todesangst, aber auch von Heilung, Versöhnung und Demokratie. Und wie erinnern wir uns? Wir sind es, die verantwortlich sind für den Umgang mit dieser Vergangenheit, dafür, wie wir unsere Geschichte in der Gegenwart begegnen. Wir suchen eine Form des Erinnerns, die Hoffnung gibt und die Zukunft und in die Zukunft wirkt. Wir erinnern voller Respekt vor den Opfern und Dankbarkeit gegenüber den Überlebenden. Denen, die uns an ihr Erlebtes erinnern. Denn sie geben uns damit Antwort auf Fragen der Gegenwart und Orientierung zur Gestaltung unserer Zukunft. Aus dieser Vergangenheit ergibt sich eine Verantwortung für uns. Toleranz zu leben, Mitmenschlichkeit zu schützen und Ausgrenzung und Gewalt gegen ein Anderssein entgegenzutreten. Wir denken an die unzähligen Menschen, die gerade in Europa Asyl suchen, auch in unserer Gemeinde und Nachbarschaft. An die Flüchtlinge aus Syrien, Eritrea oder aus Nigeria und den Vormarsch der Terrorgruppe Islamischer Staat. Wir denken an die antisemitisch motivierten Terroranschläge in Paris und die fremdenfeindlichen Anschläge auf unsere Asylunterkünfte. Wir müssen wachsam sein, was um uns geschieht und eingreifen, wenn die Menschenwürde in Gefahr ist. Max Mannheimer sieht auch in den jüngst organisierten Anti-Pegida-Protesten einen möglichen, ja notwendigen Ausdruck einer Verneinung von Ausländerfeindlichkeit, Ausgrenzung und Intoleranz. Ein historisches Erinnern, ein Besuch an Orten des Geschehens, eine Begegnung mit Zeitzeugen kann uns befähigen, historische Entwicklungen zu erkennen und die Bedeutung auch für unser Leben zu verstehen. Dies ermöglicht es, die Zukunft als durch unser persönliches und verantwortungsvolles Tun gestaltbar und veränderbar zu begreifen. Wesentlich dabei sind die Mitmenschlichkeit, die Entwicklung einer demokratischen Grundhaltung, Empathie gegenüber Opfern und Überlebenden und die Wertschätzung von Menschen, die Widerstand leisten, wenn die Menschenrechte Einzelner oder vieler übergangen werden. Es ist wichtig, sich an geschehenes Unrecht zu erinnern, um zu begreifen. Denn nur, wenn wir aus der Vergangenheit lernen, können wir verhindern, dass Vergleichbares wieder geschieht. Jeder hat Möglichkeiten, durch sein persönliches Handeln
das Hier und Jetzt und damit auch das Morgen menschenwürdig, demokratisch und friedlich zu gestalten. Auch dafür, ich ergänze einen Wunsch von Hendrik Verheyen, einen ehemaligen Häftling des KZ Ester Wege, dass all das Erlittene nicht umsonst gewesen ist. Mit diesem Wunsch gedenken wir in einer Schweigeminute unseren toten Mitmenschen.